Leerstand bedeutet in vielen Köpfen Stillstand und Abriss. Muss das aber wirklich immer so sein? Wie setzt man Signale von Aufbruch in einst verlorenen Häusern? Von einem Verein in Leipzig wollen wir erfahren, wie verwaisende Quartiere der Stadt für ihre Bürger wieder anfassbar werden. Wie können kreative und soziale Potenziale Raum finden? Welche Chancen bieten sich, die Lebens- und Arbeitswelt selbst zu gestalten? Wächterhäuser, Ausbauhäuser. Der Verein Haushalten organisiert mit diesen Modellen neue Kooperationen zwischen Eigentümern und Nutzern. Die Macher erzählen von ihren Erfahrungen und den Vorteilen. Diesen Luxus des Raumes, den man in anderen Städten nicht kennt, Raum bezahlbar nutzen zu können, das ist was ganz Besonderes. Keine Ahnung, wo hast du denn solche Möglichkeiten? Und also Garten, Haus, Platz, so wie man es haben will und machen möchte. Also wenn wir vielleicht 3 oder 4 Jahre noch mal Zeit gewinnen und es ist irgendwie in guten Händen, hat das auch Sinn. Es geht uns darum, diese Häuser zu beleben, zu öffnen für die Stadtgesellschaft, um dort Menschen zusammenzubringen. Also was ich hoffe, was wir in den letzten Jahren gezeigt haben, ist, dass es sinnvoll ist, den Kopf aufzumachen. Offen sein für Neues, offen sein für Experimente, nicht zu glauben, dass es keine Lösung gibt. Was also können wir Bürger und die Entscheider in unseren Kommunen lernen für die Gestaltung unserer Stadt? Ich würde alle mal ganz kurz ein bisschen herschauen. Ich glaube, man wird in Zukunft lernen, dass eine Kooperation zwischen einer Stadtverwaltung mit ihren Bürgern einen Mehrwert erzeugt. Dass, wenn man Freiheit gibt, in der Stadt etwas zu tun, sich Flächen anzueignen, Räume zu bespielen, auch Räume zu bearbeiten, dass dort ein Mehrwert entsteht, den man auf die übliche Art und Weise in einer Stadt zu arbeiten, in üblichen, engen Rahmen, sich das gar nicht entfalten kann. Haushalten e.V., Katrin Weber, hallo. Bei Interesse für freie Räume in den Wächterhäusern ist es so, dass wir zunächst mal Besichtigungstermine vor Ort machen. Können Sie sich die Räume anschauen, schauen, ob das für Ihr Projekt und Konzept passt. Und danach bräuchten wir ein kleines Konzept von Ihnen, eine DIN A4-Seite maximal, in dem Sie Ihr Projekt vorstellen und kurz über sich berichten. Und danach entscheidet dann der Verein, wer die Räume im Haus bekommen kann. Und wir schauen immer auch, oder es ist eben Haushalten e.V. wichtig, dass die Konzepte miteinander sich unterstützen können, dass es eine gute Hausgemeinschaft wird. Also ganz am Anfang dachten wir, dass eine einzelne Person mit einer Lampe durch das Haus laufen muss und darauf aufpassen soll, auf das einzelne Haus. Also wir dachten, wenn es möglich ist, einen Wächter pro Haus zu finden, dann kann man das Haus damit, oder kann man dort weiteren Verfall versuchen zu verhindern, wenn man einen Wächter findet. Das haben sich dann deutlich mehr gefunden, als wir am Anfang dachten. Und ja, das ist noch besser eigentlich als die Ursprungsidee. Das ist ja eine Zwischennutzung, das heißt, dass der ursprüngliche Nutzungszweck des Hauses nicht mehr da ist oder das Gebäude gerade dafür nicht genutzt wird und ein neuer Zweck auch noch nicht gefunden wird, das Gebäude also leer steht. Der Vertrag, den Haushalten dann mit dem Eigentümer unterzeichnet, heißt Gestattungsvereinbarung. Das heißt, der Eigentümer gestattet Haushalten, das Haus für eine gewisse Zeit zu nutzen. Und Haushalten gibt dieses Recht der Nutzung dann an die Hauswächter weiter. Und Haushalten steht damit zwischen dem Eigentümer auf der einen Seite und zwischen den vielen verschiedenen Nutzern auf der anderen Seite. Das ist so eine Art Puffer dazwischen. Hallo, ich grüße Sie. Schulz, genau. Haushalten, ja, grüße Sie. Ja. Was sind Sie? Die das ist das Haus. Also unsere Fragen sind erstens, welche Kosten
würden wir noch mal reinstecken müssen? Zweitens, also für welche Projekte eignet sich das? Würde das auch mit uns so in Verbindung sein, dass wir sagen, ja, das passt? Und da ich das Wächterhaus kenne, aus Buchwitz, aus Konnewitz, und weiß auch, was aus den Häusern was Gutes geworden ist, ne? Dass man erstmal so einen Fokus hat und es ist was Schönes draus geworden, die Leute gucken hin, könnte ich mir das vorstellen. Die Nutzer zahlen keine Miete, sondern die Nutzer zahlen die Betriebskosten. Der Eigentümer verpflichtet sich, die bauliche Hülle, also alles, was außen ist, des Gebäudes, wieder in Stand zu setzen. Er verpflichtet sich, die Medien, also Wasser, Abwasser, Strom anzuschließen. Also keine Modernisierung, sondern er ermöglicht die weitere Inbetriebnahme des Gebäudes durch die Nutzer. Die Nutzer übernehmen die Räume genauso, wie sie sind und bauen sie dann auf eigene Kosten weiter aus. Naja, man muss halt schon irgendwie sich das überlegen, auch mit den Fähigkeiten, ob man die mitbringen kann. Man muss natürlich schon irgendwie auch Leute kennen oder auftreiben können, die einem dann helfen bei den Sachen, die man nicht machen kann. Und abgesehen von der Finanzierung, weil Handwerker brauchst du ja jetzt nicht kommen lassen, der kriegt einen Schreikrampf. Also ich weiß nicht, ich weiß nur, dass ich keinen Bock habe, in einem normalen Mietshaus zu wohnen. Das würde mir nicht gefallen. Ich finde es total schön, so ein bisschen diese Eigenverantwortlichkeit, und dafür wird man halt auch in Ruhe gelassen. Also man hat irgendwie so das Gefühl, dass man das halt selber so ein bisschen in der Hand hat. Das finde ich einfach cool. Insofern ist Wächterhaus natürlich eine der wenigen Möglichkeiten, wo man einfach mal so leben kann, wie man sich das vorstellt, ohne dass man sich selber halt ein Haus kaufen muss, um das auszuleben. Oder ohne sich jetzt diesen krassen Stress zu geben von wegen, oh, ich muss die richtigen Leute finden und dann eben so ein Projekt starten oder so, sondern so für eine kurze Zeit. Das ist schon was anderes. Es hat viele Vorteile. Auch was man im Prinzip gemeinsam in der Öffentlichkeit erzeugen kann. Da kommen einfach mehr Leute und sehen die arbeiten. Aber andererseits im Wächterhaus gibt es eine eigene Dynamik und damit muss man eben auch umgehen können. Es nimmt natürlich Druck raus aus der ganzen hier Sache. Wenn du das Doppelte oder das Dreifache für dein Atelier bezahlen musst, hast du einen höheren Druck, hier Bilder zu verkaufen. Und gerade junge Künstler, die geringe Bildpreise haben, müssen dann wie irrsinnig produzieren und viel verkaufen, um nur ihr Atelier zu finanzieren. Das ist eben nach dem Studium das Hauptproblem. Der Genossenschaftsgedanke ist sehr, sehr eng verbunden, schon von der Tradition her, mit Selbstorganisation, Selbstverwaltung und Selbstbestimmung, weil Genossenschaften gegründet worden sind durch engagierte, innovative Mitglieder schon vor 100 Jahren, um ihr Geschick selbst in die Hand zu nehmen. Und das in die Neuzeit, in die Gegenwart zu transportieren, das ist uns ganz wichtig. Und deshalb sind wir froh, dass wir so Initiativen für die Stadtpflanzer, den Wächterhausverein finden, wo wir gemeinsam in unseren Häusern innovative Ideen entwickeln können, in Häusern, die durchaus schon viele Jahre leer stehen. Die Erfahrungen der Projekte der letzten 3 Jahre, die wir gemeinsam durchgeführt haben, haben einfach gezeigt, dass man, wenn man mutig ist, viele Dinge gemeinsam erreichen kann. Auch mit wenig Budget kann man motivieren, auch durchaus generationsübergreifende Projekte durchzuführen und so einen Beitrag dazu zu leisten, dass sich Nachbarschaften wieder entwickeln und Stadtgesellschaft sich positiv entwickelt. Eins von unseren im Moment laufenden Projekten, das nennt sich NIM 4, Stadthühner auf Tour. Dabei geht es darum, dass wir einen mobilen Hühnerstall entwickelt haben. Also wir haben ja sehr kreative Leute bei uns im Verein, die können sowas auch beruflich.
Und dieser von denen entwickelte Hühnerstall, den haben wir dann gebaut in einem gemeinsamen Workshop. Haben auch interessierte Anwohner mit eingeladen, damit zu machen. War auch ziemlich gut besucht. Und dazu haben wir uns 4 Hühner organisiert und transportieren praktisch diesen Hühnerstall mit einem Lastenfahrrad durch Leipzig und stellen den Leuten zur Verfügung, die sich eben bei uns melden und sagen, wir hätten eben ein Interesse daran, uns diese Hühner auszuleihen für einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen, um eben auch dieses, unseren Kindern das Gefühl immer zu vermitteln, wo kommen eigentlich Lebensmittel her, um eben auch teilweise auch wieder mit den Nachbarn in Kontakt zu kommen. Das Wächterhaus ist einfach, sag ich mal, die Heimat unserer Ideen, würde ich sagen. Also die Idee ist, dass Jugendliche einen Raum quasi gründen, der kein Jugendclub ist, sondern einfach nur ein Raum von Jugendlichen für Jugendliche. Und alle, für junge Menschen. Ja, genau, für junge Menschen. Alle, die einfach zu uns kommen mit Ideen, die sie nirgendwo anders umsetzen können. Das Coole ist halt, wir hatten halt erst ursprünglich eine Vorstellung von dem, was wir machen wollen. Und wir haben, also man merkt halt, wie sich das alles im Laufe der Zeit alles aufbaut. Ein bisschen ändert. Also es sind halt, es kommen Leute von außen, die halt also in unserem Alter sind und die sagen, hey, mach doch mal das. Und dann sagen wir, ja, warum nicht? Oder halt auch die Stadtpflanzer, die sagen, schaut mal, das ist möglich, das ist nicht so möglich, aber das könntet ihr zum Beispiel machen. Und auch mit den Künstlern, die oben drüber wohnen, die, das beeinflusst sich halt alles so. Und dann geht es so ein bisschen ineinander über und jeder kann sich so ein bisschen so helfen. Es hat sich auf jeden Fall was entwickelt, was wir am Anfang überhaupt nicht so gedacht hätten. Ja. Also, ist alles so viel größer. Eine andere Vorstellung davon. Ja. Und das ist echt so interessant und echt cool. Das Coole ist auch, dass halt das alles nicht, Entschuldigung, dass alles nicht in dem Raum bleibt. Also es ist halt nicht so, dass wir jetzt hier, ja, das ist das Chausseehaus, sondern es geht halt echt, also so wie es jetzt geplant ist für die nächste Zeit, geht das echt, also weitet sich jetzt auf die ganze Straße auf, aus. Die sind lecker. Ja. Welche Bedeutung hat für euch Selbstorganisation? Jede, das ist das Größte eigentlich und das Schwierigste. Für uns ist einfach auch ein großes Manko, glaube ich. Ich weiß nicht, wir lernen halt dadurch auch persönlich so viel, was wir halt vorher nicht konnten und so weiter. Und man entwickelt sich irgendwie so ein bisschen mit dem ganzen Projekt und lernt halt, Verschiedenes zu organisieren und so. Und klar ist, das ist manchmal auch stressig, aber wir sagen immer positiver Stress halt, weil wir es ja freiwillig machen. Wir wollen es ja. Genau. Heute haben wir was vor, was wir noch nie gemacht haben. Ja, so kann man das auch sagen. Aber wir wollen ein bisschen die Stadt verschönern und vor allem unsere Straße hier. Ich kann sie aufnehmen, ich habe noch eine Hand frei.
haben weniger Leerstand, denn es ist bewohnt. Und kein weiterer Vandalismus da drin betrieben. Das ist das Gute für uns, für unsere Arbeit. Und man kriegt eigentlich ganz guten Kontakt auch zu den Bewohnern hin, womit man dann auch ein bisschen so, naja, kleine Probleme, die es dann manchmal am Rand mit alternativen Wohnformen geben könnte, im Vorfeld irgendwo ein bisschen ausräumen kann. Das sehe ich ein bisschen positiv. Ja, also während der Laufzeit des Gebäudes als Wächterhaus beraten wir sowohl die Nutzergemeinschaft als auch die Eigentümer über die Möglichkeiten, wie das Gebäude auch weiterhin belebt werden kann. Da gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten. Wir hatten schon Nutzergemeinschaften, die eben ein Gebäude gekauft haben und das eben selber weiterentwickelt haben. Wir haben Eigentümer, die ihr Wächterhaus dann nach der Zwischennutzung in ein normales Mietshaus umgewandelt haben. Oder eben auch eine Verlängerung des Wächterhauses ist eine Möglichkeit. Wir haben mittlerweile 8 entlassene Wächterhäuser. Und Haushalten e.V. ist es eben auch wichtig, dass nach dieser Zwischennutzungsperiode das Gebäude in eine stabile, langfristige Nutzungsmöglichkeit übergeführt werden kann. Die Stadtverwaltungen in Kommunen oder Städten sollten Mut machen auch. Und Barrieren, die manchmal auch Ermessenssache sind in einer Kommune, erstmal liegen lassen und fallen lassen. Denn dann wird sich sehen, welcher Trupp von jungen Leuten hat auch ein bisschen langen Atem und kann sich durchsetzen. Und die diesen langen Atem haben, die wachsen auch mit ihren Aufgaben und die kann man auch Stück für Stück an bürokratische oder organisatorische Hindernisse heranführen und die machen dann ihr Ding auch. Man sollte nicht gleich Initiative im Keim ersticken mit Regeln und Verordnungen. Also mein Fazit so nach knapp 10 Jahren ist, dass sich die Nutzerschaft in den, ja, eigentlich ungeliebten, unsanierten Gründerzeithäusern stark emanzipiert hat. Und wir merken das auch daran, dass zunehmend selbstbewusst Gruppen an uns herantreten, die wir nicht erst wie am Anfang suchen müssen, sondern die bereits fertig gefunden zu uns kommen und manchmal sogar sagen, wir haben dein Lieblingshaus oder helft uns, eins zu finden. Also in den letzten Jahren haben wir zunehmend aus anderen Städten Anfragen bekommen, einerseits von den Kommunen, also den Verwaltungen, aber andererseits auch durchaus von etlichen Projekten. Wir haben inzwischen auch konkrete Projekte anstoßen können. Zu nennen sind da Chemnitz, Dresden, Halle, aber auch schon kleinere Städte wie Görlitz und Zittau. Aber es kommen eben auch Anfragen aus Dortmund, Wuppertal und anderen Städten eben aus dem Westen. Und man bekommt somit, dass auch da der Bedarf einfach da ist. Die Modelle sind ständig im Wandel. Kein Haus, kein Projekt, kein Vertrag gleich dem anderen. Wir versuchen auf jedes Haus, auf jeden Eigentümer, auf jeden Nutzer mit zwar einer ähnlichen Grundlage, aber immer mit modifizierten Ansätzen zu reagieren. Und insofern haben wir auch versucht, das, was wir 2004 mit dem Wächterhaus als Modell begonnen haben, auch fortzuentwickeln. Die Situation ändert sich im Moment. Wir reden gerade in Leipzig nicht mehr nur von Schrumpfung, sondern wir haben eine Gleichzeitigkeit von schwierigen Stadtquartieren und auch Quartieren, die sich sehr gut entwickeln. Und es gibt neue Fragen, die sich stellen, nämlich Fragen, wie können auch dauerhaft günstige Räume für Kreative, für Menschen, die beginnen und am Anfang stehen, gesichert werden. Ich bin rüber noch, Vicky, Dieter, ich bin da rüber. Fertig. Es macht Spaß. So, und wir sind viele Leute und verstehen uns gut und wir sind noch ganz am Anfang. Ich glaube, es wird schön. Also es ist schon schön.
machen. Nicht nur sprechen und diskutieren. Wir haben ein großes Problem. Wir müssen überlegen in den nächsten 10 Jahren, was machen wir. Nee. Hier, wir wollten die Küche fertig machen. Wir müssen streichen die Wohnzimmer. Machen wir. Und wir können hier kochen. So, Leben ist einfacher, wenn man muss machen, was ist in der Nähe. Das Modell Ausbauhaus ist ein relativ neues Modell des Vereins Haushalten. Es gibt es seit 2 Jahren. Das haben wir jetzt an 5 Häusern ausprobieren können. Dabei geht es um klassisches Mietwohnen in Gründerzeithäusern wie diesen, in denen Mietern die Möglichkeit haben, auf Grundlage eines klassischen Mietvertrages ihren Wohnraum selber zu gestalten, auszubauen und schrittweise zu sanieren. Im Ausbauhaus gibt es für die Nutzer den Vorteil, dass sie hier unbefristet mieten können zu einer günstigen Grundmiete. Gleichzeitig sind es kalkulierbare Mieteinnahmen, die zwar jetzt nicht exorbitant sind, aber doch langfristig planbar. Und mit diesen Mieteinnahmen kann man sukzessive so ein Haus über die Folgejahre schrittweise sanieren. Wir haben jetzt so eine Miete von 100 Euro und dann kommen halt noch Nebenkosten dazu. Also das ist echt nichts. Gerade im Vergleich zu Mainz, da bekommt man unter 300 Euro so ein Zimmer nicht. Und ich meine, das Haus ist groß, wir haben einen Hof und das ist ja alles mit dabei. Also man bekommt ja einen ganz anderen Bezug zu dem Haus, zur Wohnung, wenn man so viel Arbeit und Zeit da reingesteckt hat. Als wenn man einzieht, alles ist fertig und dann zieht man einfach wieder aus. Aber ich glaube, es fällt uns allen schon schwer, hier dann auch wieder auszuziehen. Und das ist halt schon schön, wenn man sieht, wie es so vorangeht. Es ist viel Arbeit, aber jetzt ist fast fertig. Und wir haben einen Platz, wo wir können genießen und wo wir wollen sein. Danach, wir müssen eine Arbeit finden, eine Arbeit für Geld bekommen, aber wir brauchen nicht so viel und wir können hier sein. Wir glauben nicht, dass es einfach möglich ist, Dinge, die man in einer Stadt ausprobiert hat, eins zu eins zu übertragen, sondern dass man sich die Situation vor Ort genau anschaut und schaut, wie man mit den Menschen, die vor Ort sind, mit den Gebäuden, die man hat, mit den Ideen, mit der Verwaltung, die man hat, versucht, etwas Neues zu kreieren.